Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Es ist heute Dienstag, 18 Uhr. Und jetzt gehen Lars und ich erstmal ein bisschen trainieren. Denn das habe ich bitter nötig. So, das Training wurde erfolgreich beendet. Lars, ich hoffe, du konntest deine Aggressionsprobleme ein bisschen abtrainieren. Ja, das ging ganz gut. Deswegen gehe ich immer mit Daily ins Training. Oh, heute bitte keinen Fernseher mehr zerstören, ja. Quatsch, Mann. Ich habe dir doch schon neuen gekauft. Ah ja, danke. Übrigens, zu dieser ganzen Aktion sagen wir noch später was, Leute. Bleibt einfach dran. Nach dem Training muss man natürlich auch gut essen. Deswegen haben wir uns das überlegt. Ja, wir gehen ganz viel lecker, gesund essen, damit wir wirklich unsere Gains saven können, die wir heute uns im Training hart erarbeitet haben. Vorher holen wir allerdings noch jemanden ab. Mhm. Starte die Motoren! Anschneiden. Boah, so weit weg. So ein kleiner Mensch. Leute, ich schnall euch auch mit an, seht ihr? So. Vollautomatische Fenster, Leute. Ich habe nicht gedreht. Das ging von alleine. Willkommen bei McDonald's, noch Bestellung bitte. Können Sie mir sagen, wie viel Pommes in einer großen Pommes sind? Also von der Stückzahl her. Von der Stückzahl? Ja. Ich frage mal kurz meine Kollegen. Ja, danke. 20 Minuten später. Zählen jetzt extra nach. Weiß ich nicht, kann sein auch, wir haben es noch nie nachgezählt, aber wenn sie da eine kaufen können. Ja, okay. Entschuldigung, ja, wir brauchen ungefähr Minimum so 1000, dann nehmen wir am besten 10 große Pommes einzeln. Also große Pommes-Tüten, nicht nur Pommes. Okay, einen kleinen Moment. Okay, dann eine Süß-Sauersoße noch dazu. Ja. Willst du noch eine? Ja, okay, eine. Boah, das übertreib nicht, Alter. Junge, das kostet 20 Cent hier. Ist YouTuber oder so? Nein. 10-mal Mayo, 10-mal Ketchup noch dazu. Oder nicht? Also 10-mal Mayo, 10-mal Ketchup, eine Süß-Sauer, eine große Cola und 10 große Pommes einzeln. Ja. Ungesalzen. Das wär's? Nein, das hören wir jetzt. Ja, das wär's. 34,79. Danke. Oh, läuft schon. Oh. Sieht so geil aus. Altes Setup, Freunde, schon wieder Meckes-Tüten. Wir verraten euch noch nicht, was drin ist, aber das werdet ihr gleich sehen. Und es steht einfach im Titel, Junge. Was wem willst du sagen? Wir haben es auch nicht im Auto extra gesagt. Hm? 10 große Pommes. So dumm. So Leute, wir haben jetzt 10 große Pommes von Meckes. Du willst jetzt so zählen, oder was? Ja, ich zähle die eben ab. Okay, die esse ich schon mal nicht mehr. Ja eben. Also. Nein, schätz mal so grob. Wir legen die, guck mal, ich würde sagen 100. 100. 17, ja, 100. 18, 19. Let's go, Jenny. Pi mal Daumen sind es so 1000 Pommes jetzt. Ja. Ein bisschen mehr. Versuchen jetzt einfach zu essen, ne? Wie auf dem Wolwig Wasser steht, kämpfe ich. Das heißt, ich kämpfe heute. Was macht denn schon einmal hier so, damit ihr wirklich seht. Das ist Pommes. Es ist sehr viel. Und los geht's. Was, die Taktik einzeln essen oder so als... Alles, Junge! Viele. Das macht der Magen zu schnell zu. Kann man aber nicht dippen. Zu der Fernsehsache. Also, ich meine... Was Lars gemacht hat, war schon echt. Der Fernseher war echt, der Baseballschläger war echt, das war alles echt. Lars war auch echt. War nur mein Fernseher. Es war, natürlich haben wir das abgesprochen, als ob... Also, ja, als ob ich einfach seinen Fernseher kaputt schlage. Ob er einen Baseballschläger nimmt und auf dem Fernseher einhaut, weil er FIFA verliert. Das würde ich nicht machen, wenn würde ich dann Lukas schlagen. Dann würde er halt einfach einen Controller von jemand anderem auf dem Boden legen. Oder die PS4 direkt aus dem Fernseher-Ding. Jedenfalls haben wir das natürlich extra geplant, so als kleiner Sketch. Einfach um euch so zu unterhalten. Die meisten haben es ja auch gefeiert. So die meisten, ja. Viele haben auch, viele haben es auch verstanden. Viele haben auch Lars einfach grundlos beleidigt. Als Hurensohn, Arschloch, Penner. Aber ich meine, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann merkt man schon, dass das abgeschwommen ist. So viel Zeit, ja. Erzähl mal. Ja, also der Fernseher, der funktioniert komplett. Wir haben auch wirklich FIFA auf dem Fernseher gespielt. Nur ist das Problem, dass der Fernseher alle 10 Minuten irgendwie ausgeht, weil, weiß ich nicht, Netzteil kaputt ist oder sonst irgendwas. Aber ich habe halt noch einen zweiten Fernseher, deswegen dachte ich mir, scheiß drauf. Bevor du den irgendwie für 50 Euro verkaufst, kaufst du den einfach kaputt, hast du eh Bock drauf. Und dann haben wir das halt in einem Video verknüpft. Und ich krieg diese Meinung nicht auf. Und Lars war einfach aggro, weil er verloren hat. Ach ja, das FIFA-Gameplay war auch übrigens auch gespielt. Ich hätte sonst nicht verloren. Apropos, seid bereit für Sonntag. Sonntag startet eine kleine Serie, die wird so richtig lit, Alter. Es werden leider keine Fernseher zerstört, aber... Aber Lars wird zerstört. Ja, aber es werden aber Personen zerstört. Im Fieber. Ich struggle richtig mit den langen Pommes. That's what she said!
struggelt mit den langen Dingern. Ja. Jetzt kann ich die Mädels verstehen, die sich halt immer mit mir treffen, wenn die immer struggle. Amelie, wenn du das siehst. Leute, verurteilt uns nicht, ey. Das sind alles nur ein paar Kartoffeln mit Tomatenketchup und ein bisschen Salz. Nicht healthy food lifestyle. Das hat auch gute Vitamine. Guck mal, ein bisschen Wasser rein. Spaß. Ja, kann jetzt nicht aufschrauben hier, ey. Ja, doch, wie man sieht. Ich habe heute in der FitX-Dusche neben mir stand so in die Dusche gekackt. Ja. Nein, ich pinkel immer in die Dusche, just saying. Aber in der FitX-Dusche neben mir, das sind so drei Duschen nebeneinander, also nicht getrennt. Und neben mir war so ein älterer Mann, der hat einfach in Socken geduscht mit Facebook-Badelatschen, Alter. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ey. Ich musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht einen Lachen bekomme. Facebook, ey. Und letzte Woche, auch kein Witz, hat einer in seiner Trainingshose geduscht. In seiner Jogginghose. Was ist da los? In seiner langen Jogginghose hat er geduscht. Ja, ich dachte, du musst die danach nicht mehr waschen, er ist so schlau. FitX wirft mich wahrscheinlich raus dafür, dass ich immer in die Dusche pinkel. Aber ich habe ab 1.4. sowieso meinen Vertrag gekündigt. Ich höre auf mit Fitness. Ich esse jetzt nur noch Mac-Gesetz. Macht mehr Bock, Leute. Da geht ja darum, dass deine Frau da liegt, nackt vor dir und du guckst das halt an. Ich will dahinter und der einfach deine Finger abzulutschen los, ey. Und jetzt mit den abgelutschten Fingern packt er die. Nein, komm, ich nehme die. Ich sag, Kollege soll noch nicht auf der Bühne umboxen, dann sehen wir weiter. Kollege, wenn du das siehst, locken vor der Tische raus. Scheiße, ist noch gerade. Was für eine Sache mit euch? Habt ihr den Film nicht gesehen, Alter Split? Nein. Das ist so genial. Noch nicht. Du machst super. Ist der Kleiner so die Kleinen? Ja, ich fehle nur so eine Gabel. Und nun halt die Pommes. Hat er das noch nie gemacht? Nein. Ey Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wer das schon mal gemacht hat. Ich bin euch der Einzige hier. Drei. Das wäre nicht übermütig. Drei. So verrückt. Nein, bitte Leute, ich bin nicht der Einzige, der das jemals gemacht hat. Bitte schreibt in die Kommentare, ja, ich benutze Schwitze Pommes von McDonald's auch als Pommesgabel. So, das ist jetzt ungefähr noch diese kleine Pommes, die wir beim letzten Mal wieder zurückgetan haben. Die müssen wir jetzt noch schaffen. Meinten auch so viele Leute, ja, die kleine Pommes gehört zum Happy Meal. Ja. Wir haben auch den Happy Meal bestellt. Die auserwählte Pommes. Eignet sie sich auch als Pommesgabel? Als ich ein Baby war, also bin ich immer noch. Und als ich ein richtiges Baby war, konnte ich die ersten drei Monate oder so nicht rülpsen und furzen. Kein Witz, Alter. Das ist, ey Junge, das ist eine ernstzunehmende Krankheit. Diese drei Monate, die er verloren hat, holt er jetzt täglich. Nein. Und dann als Kind hatte ich halt dann deutlich voll die Schmerzen, Mann. Ich war ein Baby, Alter. Das war jetzt die Vorbereitung für unseren Wettessen-Wettkampf. Jetzt haben wir noch ein bisschen Toilettenpapier. Ja, klar, hier. Leute, schreibt uns auf jeden Fall weitere Challenges in die Kommentare. Können ruhig ein bisschen schwieriger sein. Der Junge ist immer noch nicht satt, ich wette es mit euch. Safe nicht, Mann. Liked jetzt das Video und ihr kriegt eine dieser handsignierten Mayos bzw. Ketchup. 1000 Pommes sind nothing, Pommes. Nothing, Leute. Just saying. Wir killen auch die 2000. Meine Wege auch die 3. Ja, und mit 2000 hätten wir aufgeschaut. Schau da dann unseren Homie vom Meckes-Schalter. Korrekter Typ, ey. Und dann Kollege. Weil jetzt noch ein bisschen Zeit übrig ist, dachten wir, wir gucken uns ein paar Kommentare an unter den letzten Videos und kommentieren die, hinterfragen die, antworten, wie auch immer. Mayo-Flip. Boah. Ich will echt kein Klugscheißer sein, aber ich kann Backflip von 2 Meter auf Kiesel und bin 12 Jahre alt. XD. Ich verstehe nicht, warum das ein Klugscheißer sein soll, Alter. Respekt an dich, Bruder, aber irgendwann muss doch jeder auch mal anfangen zu lernen, oder? Es ist schwer, einen Backflip zu machen, wenn man übergewichtig ist. Nein, laut Body Mass Index bin ich auch übergewichtig. Lor, Absatz.
ist so eine Missgeburt. Absatz. Hab schon Augenkriegs wegen ihm. Absatz XD. Danke. Reglas Lippenstift. Nein, das ist ja das Fett von den Pommes. Nein. Anis und dein Backflip, da findet man vorher ein Einhorn. Ey Anis, Mann, du bist als nächster dran, ohne Witz. Ich mag richtig sie. Zopf ist so schwul. Bitte mach den weg. Ich mach auch weg. Ich mach keinen Zopf mehr. Das ist schwul. Mann, ist der Torwart schlecht. Wenn ich im Tor wäre, hätte ich keinen reinbekommen. Grüße gehen raus an Mautzi. Macht mal wieder ein Telefonprank. Sollen wir mal Marius anrufen? Prank mal Marius. Welche Person mit Niveau muss bitte bei sowas lachen? Also ich jedenfalls nicht. Oh, da hat wohl jemand zu viel Niveau. Hallo? Hallo? Ist da? Ich kenne mich vielleicht unter dem Namen Dr. Felipe González. Hola! Hola! Wenn du nicht so doof mal sagst, dass du willst, ansonsten kenn ich weiter. Bisschen quatschen einfach. Na gut. Ja, dann fangen wir an. Ja, ich wollte nochmal so fragen wegen Samstag. Sollen wir jetzt eigentlich 2 oder 10 Stripperinnen bestellen? Und ich dachte für uns beide, dann... Reicht jetzt. Mein Gott. Ja, Marius, wir brauchen noch ein Outro für das Video. Maut. Wissen halt gerade nicht was, deswegen... Du sag mal, die sollen Likes geben. Und Dabben nicht vergessen. Junge, ist 12:30, warum schläfst du schon wieder? Sei geschlafen. Marius. Guck noch einen prägnanten Spruch fürs Outro. Ist meistens, wenn mein Gehirn schon ein bisschen gelaufen ist und nicht, wenn ich gerade wach geworden bin. Sag einfach 10.000 Likes. Einfach spontan. 10.000 Likes, damit ich wieder gut schlafen kann. Ja. 10.000 Likes, gut schlafen. Nein, 10.000 reichen nicht. Wenn ich gut schlafen soll, dann brauche ich 1 Million. Ha ha ha.